7 Monate nach Ausstieg, bete ein Comeback von Natalie Bleicherwood. Berlin, das ging fix. Anfang Februar war Natalie Bleicherwood, 25, das letzte Mal bei Berlin Tag Nacht zu sehen. 4 Jahre lang eroberte die 25-Jährige mit der Rolle Kim die Herzen der Zuschauer, ehe sie sich auf ihre Influencer-Karriere konzentrieren wollte. Nun kommt es nur wenige Monate nach dem Ausstieg zum BTN-Comeback, zumindest vorübergehend. Angesprochen auf die Gerüchte, spricht die TV-Schönheit in ihrer Instagram-Story Klartext. Mega viele haben gefragt, ob ich jetzt wieder bei BTN dabei bin, weil ich auch am Matrix gesichtet worden bin. Also, ja, wenn die RTL 2 Erfolgssoap am Montag mit einer ganz besonderen Folge 10-jähriges Jubiläum feiert, wird auch die langjährige BTN-Darstellerin nicht fehlen. Kim lässt sich die Hochzeit von Joe und Paula nicht entgehen. Ich war bei dieser Special-Folge dabei. Es war richtig cool, auch mal wieder den ein oder anderen wiederzusehen. Wir haben geil gefeiert und schaut auf jeden Fall rein, so die Laiendarstellerin weiter. Ob es nur bei der kurzen Rückkehr bleibt oder Kim irgendwann endgültig zurückkehrt, wird sich zeigen, auch wenn die gebürtige Wormserin derzeit andere Pläne verfolgt. Ein Comeback wollte sie jedenfalls nicht ausschließen. Weiß ich nicht. Sag niemals nie, beantwortete die Influencerin eine entsprechende Nachfrage. BTN-Fans können sich neben Natalie Bleicherwood noch auf weitere bekannte Gesichter freuen. Unter anderem wird auch Hannah-Darstellerin Anne Wünsche, 30, extra für die Geburtstagsfolge, ab 19.05 Uhr bei RTL 2, ihr Comeback geben. Mit im Gepäck, ihre 7-jährige Tochter Miley, die ihr TV-Debüt feiert.